Jahrgangspräsentation Apfelwein im Römer ganz herzlich hier in unserem Rathaus, in unserem Frankfurter Römer, im Ratskeller willkommen heißen zu dürfen. Und es freut mich natürlich ganz besonders, weil dies hier ein Rahmen ist, in dem zwei ganz typische Frankfurter Dinge zusammenkommen, nämlich der Römer und der Appleboy, unser Frankfurter Nationalgetränk. Und deswegen passt natürlich auch der Frankfurter Römer ganz wunderbar als Rahmen zu dem, was Sie heute alle auch präsentieren. Und lassen Sie mich das in ein Bild kleiden, was ich schon einmal auch an anderer Stelle gebraucht habe und was so ein bisschen auch ausdrücken soll, was für die Frankfurterinnen und Frankfurter der Apfelwein ist. Denn nichts Schöneres kann ein Apfel sein, als am Schluss ein guter Apfelwein. Und das ist ein bisschen so das Bild, was wir von unserem Frankfurter Nationalgetränk haben. Und Frankfurt ist stolz und froh, dass wir uns, glaube ich, zu Recht die Hauptstadt des Apfelweins nennen dürfen. Hier ist der Apfelwein zu Hause. Hier hat die Stadtverordnetenversammlung ebenso wie auch im Namen des Schirmherrn und des Oberbürgermeisters. Vielen Dank. Ja, guten Morgen, Herr Becker. Vielen Dank für die tollen Worte. Wir bedanken uns mal gleich ganz herzlich, dass wir wieder hier sein dürfen. Vielen Dank. Liebe Freunde, liebe Kollegen, liebe Mitarbeiter, liebe Sponsoren, liebe Familien, die uns heute hier unterstützen. Wir haben heute mal eine kleinere Version des Empfangs gemacht, weil wir ja gleich eine Stunde früher aufmachen. Und ich bin stolz, dass wir jetzt schon zum fünften Mal hier sein können, dass so viele auch wieder dabei sind oder auch zum ersten Mal dabei sind und dass wir eben heute einen ganz besonderen Tag begehen, nämlich die fünfte Apfelweinmesse Apfelwein im Römer. Es gibt viele neue Sachen zu probieren. Ich habe schon das ein oder andere entdeckt, was ich nachher verkosten möchte. Und ich mache es ganz kurz. Ich glaube, diese Veranstaltung hat sich mittlerweile etabliert. Das sieht man an den vielen Ausstellern, an den vielen Besuchern, die nachher kommen werden. Und dazu habt ihr den größten Beitrag geleistet. Wir haben nur ein bisschen was organisiert. Und alles andere liegt ja in eurer Hand mit euren tollen Produkten, die so noch nicht alle kennen. Und das müssen wir zusammen alle verbreiten, dass diese feinen Apfelweine, die klassischen Apfelweine, die Citrus, die Sherries, die Brände und so weiter, einfach noch mehr Publikum bekommen. Da arbeiten wir alle zusammen dran und da helfen wir ein bisschen mit. Vielen Dank. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung, für die heutige Apfelweinverkostung. Ich freue mich natürlich sehr, dass so viele Aussteller und Produzenten, Kälterer hier anwesend sind und freue mich natürlich besonders, dass auch Anbieter aus dem Ausland und selbstverständlich natürlich auch aus der Schweiz hier vertreten sein dürfen. Ich kenne natürlich und ich weiß um die Bedeutung des Apfelsweins hier in dieser Stadt und die Gunst, die dieses, wie haben Sie es erwähnt, Nationalgetränk von Frankfurt bei der Bevölkerung hohes Ansehen genießt. Und ich glaube, die Zeiten sind längst vorbei, als der Apfelwein noch als arme Leute Getränk bezeichnet wurden. Und ich konnte selber feststellen, dass im Verlauf der Jahre, ja Jahrzehnte, die Produktionsmethoden und natürlich auch die Qualität der Äpfel gestiegen ist und inzwischen eben der Apfelwein in allen seinen Nuancierungen und natürlich auch im Produktionsprozesse gewaltig zugelegt hat. Nun, dass es in dieser, darf ich das sagen, in dieser Wiege des Apfelweines auch eben, ich habe schon gesagt, ausländische Anbieter hier ihre Produkte präsentieren dürfen, spricht eigentlich für die Offenheit dieser Stadt und natürlich auch über das Interesse und die Wissgebiet der riesigen Bevölkerung an neuen Produkten. Da danke ich ganz besonders. Und als Vertreter aus der Schweiz freue ich mich, dass gleich zwei Kälterer und Produzenten hier vertreten sind. Der eine, Herr Berriard,
aus dem französischsprachigen Freiburger Land. Er hat mir vorhin gesagt, es sei das vierte Mal. Und zum ersten Mal in diesem Jahr ist die Mosterei Möhl AG aus dem Kanton Thurgau. Sie sind direkt am Bodensee in Arbon zu Hause. Übrigens Kanton Thurgau, eine Region, die in der Schweiz als Apfelweinregion bekannt und wahrscheinlich eines der größten ist. Und wir nennen den Kanton Thurgau auch ein bisschen liebevoll Mostindien. Aber selbstverständlich hat der Kanton Thurgau noch viel, viel mehr zu bieten als Apfelwein und freut sich natürlich, dass er dieses Jahr als Gastregion hier dabei sein darf. Und ich benutze gerne die Gelegenheit, Herr Möhl und auch Frau Corinne May, die Geschäftsführerin der Agromarketing Thurgau, hier begrüßen zu dürfen. Und Frau May, vor allem von der Agromarketing Thurgau, Sie sind da gleich rechts von mir in der Ecke, wird dann im Verlauf des Tages Ihnen auch die Geheimnisse noch verraten, weshalb der Kanton Thurgau so begehrt und attraktiv ist. Nutzen Sie die Gelegenheit. Mein Erfahren war in allen Liebessachen. Der Gatte aber, au contraire, der war schon alt und konnte nicht mehr. Tilly, 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 die kleine Frau bewachen. Da pfiff sie auf die Sittsamkeit und machte sich einen Schlitz ins Kleid und fuhr hinab nach Theben, um dort sich auszuleben. Denn Theben ist für Memphis das Wasser. Thank you.
Tag vergesse ich nie. Denn alle Tanten und Verwandten, die waren mit von der Party. Sie brachten Rosen und Narzissen und Schokolade Zentner schwer. Da hat's mich plötzlich fortgerissen. Ich schrie, ich will das Zeug nicht mehr. Wein, denn er perlt so schön im Glase und er schmeckt dabei so fein. Ich kaufte Sonntag auf dem Rummel für 20 Pfennig mir ein Los. Ich hab auch wirklich was gewonnen. Die Enttäuschung, die war groß, denn ich gewann dort einen Teddy aus Schokolade und Marzipan. Den schmiss ich wütend in die Menge und schrie den Losverkäufer an. Ich will keine Schokolade und ich will auch keinen Mann. Ich will lieber einen Schoppen, den ich mit euch genießen kann. Thank you.